Dafür wurde er aus dem Kreis der Wächtergötter verstoßen. Und es war meine Aufgabe, ihn zu verfolgen und in die Verbannung zu jagen. Doch ein Sterblicher hat ihn in eine Falle gelockt, in den Knochentempel Zarachs. Wir Wächter haben dort keine Macht, denn dieser Tempel ist dem Renegaten Zarach geweiht. Erion wusste es. Und doch ist dieser verträumte Narr in den Tempel gegangen. Nun ist er Gefangener dieses Sterblichen. Mein Bruder, ein Gott als Sklave eines Menschen. Ich hätte ihn befreit. Wie ein Nachtmahr wäre ich über seinen Peiniger gekommen. Oh ja, niemand hält meinen Bruder gefangen. Doch Erion ist ausgestoßen und die Regeln verbieten mir einzugreifen. Die Regeln. Diese verdammten Regeln. Wäre nur unser Vater hier. Er wüsste, was zu tun wäre. Ich bin nur ein ratloses Kind, das den Regeln zu folgen hat. Ja. Was hat Erion getan, dass ihr ihn ausgestoßen habt? Dieser Narr. Er hat dem Menschen Rohan eines seiner Bücher gegeben. Eines der Bücher aus den Hallen der Götter. Das Buch der Konvokation. Richtig. Verkleidet als der Schriftgelehrte Darius hat er den Sterblichen geholfen, wo er nur konnte. Und dabei gehofft, seine Geschwister würden diesen Regelverstoß nicht bemerken. Aber dadurch, dass Rohan das Buch hatte, wurde er bekehrt. Er hat viel Gutes getan. Diese Welt läge in Trümmern ohne das Buch. Dann wäre das der Lauf der Dinge gewesen. Ihr Sterblichen habt die Vernichtung selbst auf euch herabgebracht. Aber mein verträumter Bruder glaubte, euch helfen zu müssen. Warum nennt ihr Erion einen Träumer? Steht er nicht für Wissen und Gerechtigkeit? Wie kann ein Gott des Rechts ein Träumer sein? Seht euch diese Welt doch an, Mensch. Ich erblicke jeden Tag den sinnlosen Tod Tausender. Tode durch Willkür, durch Zufall, durch Wahnsinn. Keine Heldentat bewahrt euch davor, als Bettler im Straßengraben zu verenden, wenn ihr erlahmt oder erblindet. Es gibt keine Gerechtigkeit, nur Grausamkeit. Also ich frage euch, was sollte ein Gott der Gerechtigkeit anderes sein als ein hoffnungsloser Träumer? Irgendwie hat er schon recht. Diese Welt ist mehr grausam als gerecht. Wer hält Erion gefangen? Ich spreche zwar zu euch, Mensch, aber ich habe die Regeln nicht vergessen. So gern ich euch auch zum Gefängnis meines Bruders führen würde, euch vielleicht sogar anflehen würde, ihn zu befreien. Die Regeln verbieten es doch. Ihr müsst diesen Weg alleine gehen. Ich kann euch nicht helfen. Aber ich werde jeden eurer Schritte mit Hoffnung verfolgen. Ja. Gut. Mehr hat er nicht zu sagen, gell? Lass mich mit meiner Trauer allein, Mensch. Das wollte ich eigentlich nicht überspringen. Gut, jetzt haben wir das auch gemacht. Der Onyx-Golem gehört uns nicht mehr, leider. Und ja, das letzte bisschen an Erfahrungspunkten, das kriegen wir auf der nächsten Map zusammen. Von dort aus porten wir uns zum Kolosseum, holen uns die letzten 5 Kämpfe. Und dann ist gut. Also, Portal in den Schlund. Ab jetzt wird's lustig. Craig ist immer noch hier angekettet. Ja.
Die Phönixwächterin folgt mir nicht. Ah, hier dunkelt sich ja auch mittlerweile alles ab, aber so wie es aussieht. Haben wir hier alles geplündert, bis auf eine Kiste. Die holen wir uns noch. Ja, Jenkai steht hier mit ein paar Kartei. Würde jetzt eine Armee aus Eisernen da durchheizen. Wären die alle hinüber. Wie auch immer diese Wachfestungen gehalten wurden. Hier ist alles so verkluftet, unpraktisch. Keinerlei Wehrtürme oder irgendetwas hier errichtet. Außer sie sind alle eingestürzt und da ist es hier bei der Konvokation ziemlich hops gegangen. Ich kann immer noch Fleisch hier rausnehmen. Ja, ich habe frisches Fleisch erhalten. Leichte Klingenwaffen, leichte Rüstung, nochmal leichte Rüstung. Was passiert, wenn ich jetzt noch mehr Fleisch da reinpacke? Ja, ich glaube, ich hätte einfach den direkten Weg laufen können. Das wäre kürzer gewesen, als jetzt hier hochzulaufen, um mich da runter zu porten. Bin ich jetzt mal gespannt. Ob ich einfach wieder nur Erfahrungspunkte kriege oder ob diesmal was passiert. Weil ich weiß, ich habe hier die Bestie getötet, aber ansonsten...
Hat sich ja eigentlich hier nichts geändert. Ja, Fleisch in die Tröge legen. Okay, es passiert voll viel. Bereit. Und los. Das war wohl auch ein bisschen verbuggt. So, das heißt jetzt ab in den Schlund. Zur vorletzten Map. Runenknechte kommen durch den Schlund. Was befiehlt ihr Meister? Es ist der Wille unseres Herrn Hokan Ashir, dass kein atmendes Wesen den Schlund durchqueren soll. Und wir werden nicht versagen. Erweckt die heiligen Steine bei den Tempeln der Echsengötter. Beschwört damit die Elite der Schar. Gegen den Strom dieser Echsen werden selbst die Runenkrieger machtlos sein. Wie ihr befehlt. Ha, die Eisernen waren mein Untergang. Jetzt gehorchen sie mir wie Hunde. Ja, dran denken, schwarze Türme. Da kommen die Schar. Los, ihr Schuppenkrieger, bildet eine Blockade! Die Vereinigung unseres Herrn mit Belial steht bevor. Die Verteidigung muss halten!